Ich liebe Kürbis und habe heute die erste Kürbissuppe dieser Saison gemacht. Ich verwende immer gern Hokkaido-Kürbisse für die Suppe. Der ist super praktisch, ihr könnt ihn mit Schale verwenden. Ich habe hier den halben Kürbis genommen, gewürfelt, zwei Kartoffeln, eine Zwiebel. Das Ganze dünste ich mit Olivenöl an, gebe noch Gewürze dazu. Bei mir ist das Ingwer, Currypulver, Chili. Alles kurz andünst, mit Wasser aufgießen, 20 Minuten weichköcheln lassen. Dann gebe ich noch Orangensaft und etwas Kokosmilch dazu. Die Suppe cremig pürieren, mit würzigen Rucola servieren, schwarzem Pfeffer und etwas Kernöl. So, so lecker, probiert es aus.